Hallo liebe Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf meinem Kanal. Ich bin heute mal wieder unterwegs und zwar an der Stelle, da war ich jetzt vor ein paar Tagen mal gewesen zum Antesten. Hier ist eine Stelle, da kommt aus dem Wald wohl, es kann mal eine Quelle gewesen sein zu früherer Zeit, beziehungsweise ist hier unten etwas, die könnten von dieser Quelle profitiert haben, sage ich jetzt mal so, zu früheren Zeit und gehört zu meiner genehmigten Fläche hier, diese Acker. Und ja, ein bisschen schwenke ich euch mal rum. Ihr seht, man könnte jetzt meinen, hier ist eingesät, ist aber nicht. Das ist im Grunde ist das mehr oder weniger für die Biogasanlage, sag ich mal, wenn es hoch genug ist. Und wir haben jetzt schon Juni, also da wächst nichts mehr. Das Getreide ist alles schon hoch. Und ja, und hier ist eben eine feuchte Stelle. Und dachte ich das letzte Mal, ich teste mal hier an. Und beziehungsweise war das eigentlich schon am Schluss vom Video. Was sollte eigentlich ein Video werden, aber es kam zu wenig, nur dieser eine Fund. Und diesen Videoschnipsel blende ich euch dann auch gleich nochmal ein, wo ich genau diesen Fund gefunden habe. So, hier haben wir ein Signal. Ja, das seltsame Ton, obwohl es kein Eisen anzeigt. Okay, wird ein bisschen klarer. Ja gut, okay. Oh, wie goldig ist das denn? Schaut euch mal das kleine Hufeisen an, das ich gefunden habe. Das ist ja mal goldig. So ein kleines habe ich noch nie gefunden. Und das ist auch schon was älter, Leute. Also, das werde ich auf jeden Fall mal aufheben. Ich finde das echt mega interessant. Auf jeden Fall schon was Älteres. Okay, wieso hier an der Stelle? Die Stelle sollte ich vielleicht mal merken. Vielleicht kommt hier noch was Älteres oder noch was in diese Richtung, was richtig alt sein kann. Ja, ich werde die Stelle mal einmessen und mal gucken. Vielleicht doch nochmal hierher gehen, in diesen Großbereich absuchen hier. Vielleicht bringt es mir ja Glück, das Hufeisen. Ich finde es schön. Schöner Fund. Schönes kleines Hufeisen. Hier ist es. Es ist sicher schon was älter. Ich habe jetzt noch nicht genau recherchiert, aber ja, ich sag mal, von der Form her möglicherweise schon mittelalterlich. Würde dann wiederum dazu passen, zu dem, was da unten ist. Und ja, warum habe ich das gefunden? Meine Vermutung, möglicherweise war das nur bei der Ackerbearbeitung, ist es Bonnie oder was auch immer das war, oder Esel oder Maultier, einfach stecken geblieben, weil es sind ja doch sehr kleine Hufeisen, und hat sich das abgezogen. Oder es ist hier öfter reges Treiben gewesen an dieser Stelle. Ich muss sagen, der Acker an sich ist tot wie tote Hose. Du findest hier seltsamerweise nichts, nur Bleigeschosse, also moderne Bleigeschosse, die wahrscheinlich von unten nach oben geschossen wurden. Die stecken hier alle im Boden drin. Manchmal auch eine Hülse hier und da. Uninteressant. Das hat das letzte Video auch komplett bestimmt. Also die letzte Mal, wo ich hausen war, ich habe wie gesagt, ich lasse es nicht bei YouTube hochladen, weil es einfach zu wenig ist, was gekommen ist. So, aber dieser eine Fund am Schluss, der hat mir so ein bisschen gezeigt, hier könnte vielleicht doch noch was gehen. Und ich war das letzte Mal mit dem XBORX und heute bin ich mit dem Quest X10 und der großen Butterfly Spule nochmal da. Und mit der möchte ich jetzt heute nochmal schauen. Da komme ich doch ein bisschen tiefer rein, weil es waren an dieser Stelle, wo ich dieses Hufeisen gefunden habe, auch recht viele Eisensignale. Also irgendwas war da, vielleicht aber kommt auch ein Buntmetallsignal in der tieferen Schicht und ich kann es vielleicht damit finden heute.
Ich kann jetzt auch nur nicht sagen, ob ich jetzt jedes Signal gleich angrabe oder ob ich erstmal ein bisschen laufe und mal schauen, was kommen so für Signale jetzt mit dem Quest X10. Und vielleicht dann erst entscheide, okay, jetzt grabe ich doch mal die und die Signale, weil vielleicht er auch nichts buntmetalltechnisch findet. Er hat hier ein bisschen Störsignale. Ach, ich weiß warum. Ich bin auch im falschen Programm. Oh, wie kann ich jetzt Programm wechseln? Ich weiß gar nicht mehr. Ach so, so einfach. So, und jetzt schauen wir mal, wie hoch ist meine Sense? Wie war das wieder? Ah, hier, 85. Ich gehe mal bis auf 80 runter, weil er doch ein bisschen hier umhermuckiert. Jetzt ist es schon besser. Und jetzt schauen wir mal, was hier so geht an der Stelle. So, hier haben wir jetzt mal ein Signal, das grabe ich jetzt einfach mal an. Ich habe Eisen auch wieder komplett reingeschaltet. Ich hatte einfach das Gefühl, ich kriege sonst zu wenig rein an Signalen. Und ja, jetzt gucken wir halt einfach mal. Ganz sicher Eisensignal. Auch hier haben wir schon ein riesengroßes Drummern. Ach ja. Bleibt da. Ein riesengroßes Drummern Eisen. Aber man sieht auch hier, das ist schon was Altes. Das ist hier noch so ganz typisch flach geschmiedet worden. Ich weiß nicht, warum hier so viel Eisenbrocken rumliegen, so alte. Ich glaube, ich sammle die heute alle mal ein. Ich werde alles angraben, was ich hier heute habe an Signalen. Das soll ich vielleicht doch mal machen. Nicht nur die schönsten Signale raussuchen. Und auch hier ganz typisch Eisensignal. Wir graben es einfach mal. Ich habe eh damit gerechnet, dass ich heute Eisen graben muss. Wenn ich irgendwas finden will, dann machen wir das auch. Okay, in dem Fall ist es nur was Modernes. Das ist ein Pistolenprojektil. Und das nächste Eisen. Vielleicht wieder ein Projektil, ein kleines. Ah, hier. Okay, was haben wir denn hier? Oh, geh raus. Okay. Ein ganz flaches Stückchen Eisen. Ich habe im allerersten Moment jetzt mit einer Eisenpfeilspitze gerechnet, wo ich das hinten so ein bisschen rund gesehen habe. Aber das war es wohl nicht. Ah, gucken weiter. Reizendes Signal, klar Eisen. Gut.
Okay. Wieder ein kleines Fragment an Eisen. Das war sogar ein alter geschmiedeter Nagel. Interessant irgendwie schon, weil jetzt nur so alte Fragmente kommen. Das könnte wirklich hier auf reges Treiben damals hindeuten, sage ich jetzt mal. Wenn da hier wirklich eine Quelle aus dem Wald kam, was gut möglich ist, die dann da unten das versorgt hat, dann mussten hier auch immer wieder mal Arbeiten gemacht werden. Also das heißt, die Rinne musste sauber gemacht werden, damit es immer wieder nachläuft, sauber machen, wieder mal vielleicht den Graben neu ziehen und so weiter, um letztendlich hier immer mit frischem Wasser versorgt zu sein. Weil es gab sicher auch mal Jahre, wo es trockener war und es war versiegt, da musste es vielleicht ein bisschen tiefer ziehen in den Graben. Ja, und möglicherweise stammen diese Sachen davon. Ich kann es jetzt nicht sagen genau, aber es ist jetzt einfach mal Wunschdenken und es wäre einfach zu schön. So, ja, eigentlich sind wir jetzt genau hier an der Stelle, wo vermute dieser Graben runterging, wo auch das Hufeisen dann kam. Irgendwo, ich weiß nur nicht mehr ganz genau wo, irgendwo da vorne muss es gewesen sein. So, ich hatte eben ein Signal, wo ist es jetzt? Hier. Ja, das kann jetzt wieder ein Projektil sein, so ein mit Eisenkern. Ich muss es haben. Nee. Ist jetzt wieder ganz seltsam. Jetzt ist, ach, ne, hier hinten muss es sein. Doch, doch schon hausen. Oh, doch nicht da drin. Ja, jetzt ist es wieder beim Spaten hingefallen, wenn es da drin war. Nee, hier. Gar nicht tief gewesen. Oh. Hier drinnen kann noch nicht mehr viel werden hier im kleinen Bröselzeug. Hä? Das hier? Tatsache. Oh ja, das ist ein alter Sohlennagel. Jo, das ist ein alter Sohlennagel. Naja, gut. Wie alt der jetzt ist, das kann ich jetzt nicht sagen. Weiß ich nicht, welche Zeit ich den jetzt einordnen soll. Bin ich jetzt überfragt. Naja, gut, wir suchen weiter. Hier haben wir ein schönes Signal. Da werde ich mit dir, das wird wieder was Modernes. Ja, hier oben ist es drin. Mit Sicherheit im Bleigeschoss, ein Stück davon. Oh nein, Leute. Oh, das ist der erste gute Fund hier auf dem Acker. Das muss ein vergoldeter Knopf gewesen sein. Schaut euch das an hier. Guckt. Das ist wohl ein vergoldeter Knopf. Wie cool ist das denn? Ich freue mich so über diesen einen Knopf jetzt hier. Allererst Moment dachte ich, ein viereckiger Heller. Das wäre natürlich noch besser gewesen.
Aber das auf jeden Fall, ja, wahrscheinlich Feuer vergoldet, aber ja, super, Mann, das freut mich. Den messe ich natürlich jetzt gleich hier an Ort und Stelle ein und dann geht's weiter. Ah, und genau hier an dieser Stelle, wo ich diesen ehemaligen Graben vermute. Das ist doch top. Super. Ja, mir ist natürlich jetzt auch klar, dass dieser eine Knopf, den ich jetzt gefunden habe, natürlich nicht ins Mittelalter passt, ist logisch. Das ist ein neuzeitlicher Knopf, wahrscheinlich 18., vielleicht sogar 19. Jahrhundert. Und, aber trotzdem, es kann auch sein, dass dieser Graben eben länger genutzt wurde und immer wieder mal hier Arbeiten durchgeführt wurden und deswegen hier an dieser Stelle eben die Funde kommen. Vielleicht finden wir noch was Interessanteres, noch was Spektakuläres, sage ich mal, obwohl ich mit diesem einen Knopf für heute schon echt gut bedient bin. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, weil dieser Acker, wie gesagt, das ist der erste Buntmetallfund, den man herzeigen kann auf diesem Acker und der ist nicht klein. Ich war hier schon oft und ich habe nie ein Video gemacht, weil es immer nie was kam. Aber heute endlich eine richtige Stelle gefunden und freut mich. So, einen Meter oberhalb von dem Knopf. Jetzt wieder ein Eisensignal. Wird ein bisschen besser, aber ich glaube, es geht nur mehr in die Richtung. Eisen. Na? Ah, hier hüten. Ich hab's hausen. So. Okay. Hä? Nee, das war's nicht. Hier, nee. Auch nicht. Ich seh's nicht. Ah, hier, okay. Wieder ein älterer Nagel. Ja. Ja, wieder ein handgeschmiedeter Nagel. Wenn man sich die so anguckt, also die sind schon echt alt, die Nägel. Ja, die werde ich alle mal sammeln, hier von dieser Stelle, und werde sie hier auf diese Stelle einmessen. Vielleicht findet man ja anderes Mal noch was Besseres hier und kann es dann zuordnen. Ja, das ist für mich schon wichtig, dass ich das mache, weil so einen Eisennagel schmeißt man halt gerne auch einfach mal weg, ne? So, hier wieder ein Signal. Wieder Eisen. Hier ist jetzt genau die Stelle, wo aus dem, im Wald eine richtige Nasse, so eine Kuhle drin ist, wo hier wahrscheinlich das Wasser runtergelaufen ist im Berg. So, nächstes Signal hier eben. Okay, steckt da oben drin. So, du fällst jetzt nicht schon wieder um. Ah, so Abwechslung wieder mal ein modernes Projektil. Ja, hier ist er. Wieder ein alter, richtig alter handgeschmiedeter Nagel. Unten sogar noch umgebörtelt. Hier. Sieht mir jetzt aber auch nicht aus wie ein Hufnagel. Ich weiß es nicht genau. So, nächstes Eisensignal.
Also ich muss schon sagen, sehr selten, dass ich auf einer Ackerfläche, wo ich jetzt gerade mal 30 Meter gelaufen bin, oder 50 Meter können es auch sein, so viel alte handgeschmiedete Eisennägel finde. Hier muss mal irgendwas gewesen sein. Wenn es nur diese Quelle war, okay, vielleicht war es aber auch ein Weg irgendwie. Ich kann es nicht sagen. Ich hoffe immer noch auf den einen Top-Verlustfund. Ja, hier wieder ein Projektil. Blei mit Eisenkern oder so ähnlich. So, ich gehe jetzt zu dieser Taktik über, dass ich nur noch die etwas stärkeren Eisensignale angrabe. Die ganz kleinen lasse ich jetzt erstmal liegen. Die Hoffnung sind wirklich nur alles kleine Eisennägel. Oh, das wird jetzt aber deutlich besser, das Signal. Ja, dann wird es wahrscheinlich eine Hülse. Hülse oder vielleicht doch ein Projektil wieder. Ja, ja, guckt her da. Das sind die Hülsen zu diesen Projektilen. Schade. Eine Wärme, Leute, sage ich euch. Könntest du zwei draus machen, so warm ist es. Mit einmal. Schon gefreut. Ein super Signal. 66 bis 70. Wenn ich aber näher hingehe, dann sehe ich schon hier wieder eine Hülse. Der Marke. Ich mag es nicht finden. Und wieder Signalchen. Auch wieder nicht top der Wert. Vielleicht wird es die passende Projektil zu dieser Hülse von eben. Das könnte, obwohl, nee, warte mal. Ja, wäre schon möglich. Kann sogar eine Hülse nochmal werden. Ist aber noch ein bisschen weg. Oh, yeah. Da muss ich euch nochmal hernehmen und mit dem Spaten dran gehen. So. Ja, alles klar. Wieder mal abgerutscht vom Stein. Dabei mir wieder mein Sender oben abgeschoben. Ich hoffe, es geht noch. Auf der Ton ist noch da. So, wo ist mein Signal? Leute! Oh Gott, was ist das für ein geiler Fund? Ey, hat sich das jetzt so gelohnt, hierher zu gehen? Boah, ich kriege ein so viel. Ist das, wenn das jetzt ein Ring ist? Boah, schöne grüne Patina hat der Ring. Schaut euch doch mal das an. Seht ihr das? Ich hoffe, ihr könnt es sehen.
Und er ist auch noch top. Ich habe den Gott sei Dank nicht getroffen. Der Hammer. Boah, ich bin echt aufgeregt gerade. Das ist schon lange her. Oh, der geht gar nicht raus. Warum geht denn der nicht auf? Wo ich mal sowas gefunden habe. Ach, ich weiß warum. Der klebt hier an einem Stein dran. Das ist ein Stein. Guck doch mal. Guck doch mal. Guck dir mal das Ding an. Ich weiß echt nicht. Boah, guckt euch doch den Ring an. Also ich glaube, einfacher Bauernring ist das jetzt schon nicht mehr. Mann. Ich freue mich so unglaublich darüber. Vor allem, wie viel Eisennägel, handgeschmiedete Eisennägel, ich hier gefunden habe. Und ganz genau hier oben, schaut mal, Leute, ist mir jetzt gar nicht aufgefallen, hier oben ist der Ausgang von der Quelle, wo sie im Wald wahrscheinlich irgendwo auf dem Berg ihren Anfang hat. Und genau in der Flucht finde ich diesen Ring. Ist das geil? Boah, ich bin ein bisschen sprachlos, echt. Aber auch wieder so klein, gell? Also der würde vielleicht über meinen kleinen Finger passen, aber niemals über den Ringfinger. Den lasse ich auch so, wie er ist, da mache ich gar nichts dran. Da versuche ich nicht mal ein bisschen was rauszubekommen, was da drauf steht. Den messe ich sofort ein, kommt ein Tütchen rein und damit hat sich das Ding erledigt. Für mich erst einmal und dann soll der Archäologe entscheiden, was es ist, wie alt und so weiter. Ihr merkt, es wird langsam grau, weil er trocken wird. Hammer, gut, den messe ich jetzt ein und oh, ich freue mich. Leute, ich freue mich. Der Tag heute hat echt noch ein gutes Ende gefunden. Super. Aber es war auch eine Plackerei, sage ich euch. Ja, meinen Hut habe ich schon vorhin weggeschmissen. Wie gesagt, so warm. Jetzt kommt mal wieder ein bisschen Schatten. Aber ich freue mich richtig tierisch. Vorhin dieser Knopf, der jetzt nicht alt ist. Feuer vergoldet. Dann jetzt dieser Ring. Ich vermute, der ist schon ein bisschen älter. Es hat sich gelohnt. Man muss nur lang genug recherchieren auf dem Feld, wo nie was kommt. Und irgendwann findet man die Stelle, wo doch mal Funde kommen. Ich freue mich. Super. Ey, da ist immer noch was drin, wo ich den Ring raus hab. Ey, jetzt gibt's doch nicht. Also hier. Ach, irgendwie sind jetzt hier überall Signale. Aber hier. Direkt hier, wo der Ring war, ist noch ein Top-Signal. Bestimmt ist da noch der Eisennagel drin. Im Ritter Kunibert. Gibt's doch nicht. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Wenn da noch was drin steckt, Leute. Eben war es doch da. Baden. Da ist irgendwas, aber irgendwie kriegt es der Pinpointer nicht. Direkt mittig. Also, dann nochmal schön außenrum stechen. Da muss noch was drin liegen. Wenn die Steine nicht immer wären, das ist das, was ich meine, rutscht ab. So, vorsichtig machen. Wer weiß, was da noch drin steckt.
piept munter vor sich hin. So, gut, gucken wir nochmal nach mit dem Pinpointer. Ich hoffe, der erkennt jetzt was. Da oben in der Wandung muss was sein. Puh. Ja, da ist definitiv was. Ich sag euch, das wird ein Eisennagel. Noch ein Buntmetallfund im selben Loch, kann ich mir nicht vorstellen. Ich komme dem Ganzen näher. Ich sehe aber auch noch nichts. Könnte jetzt was kommen. Seht ihr überhaupt was? Ja. Aha, irgendwie Eisen. Eisenfarbe habe ich jetzt entdeckt. So, das ist es. Das ist es jetzt. Sehr dünn für stinknormales Eisen. Das ist was anderes. Das ist kein. Und da ist noch mehr drin. Da ist irgendwas Längliches, muss das sein. Steine auf Steine. Ah, so, haben wir es jetzt hausen. Jetzt haben wir es. Das ist der Rest davon. Schaut, oh ja. Das sehe ich schon. Das ist was Interessantes. Wir haben eine Niete. Hier. Das war hier so dran. Schade, dass das abgebrochen ist. Aber gut, das war schon so lidschäftig. Das war nur noch an einem kleinen Stückchen gehangen. Hier. Eine Niete hier dran. Wahrscheinlich. Ich sag jetzt mal, ein Gürtelbeschlag, sowas in diese Richtung. Möglicherweise sogar noch Verzierung drauf, die man jetzt so überhaupt nicht erkennt. Das kann hier alles noch drunter verborgen sein. Und ich gucke nochmal, ob da noch mehr liegt. Es könnte nämlich alles zu diesem Ringverlierer gehören. Ist noch was. Oder bist du das Messer? Das kann jetzt wieder Mineralisierung sein. Ah, Pinboy, ne? Du willst doch nicht schwächeln hier. Ja, das war Mineralisierung. Das war es jetzt endgültig. Den Funk messe ich jetzt noch ein. Den muss ich einmessen, das ist was Besseres. Wer sich nicht auskennt, schmeißt sowas natürlich weg. Ja, ist direkt da, wo der Ring war, also kann es ins selbe Tütchen mit rein. Gut, brauche ich nichts Neues Eisen einzumessen. Mit Sicherheit ist das ein Teil von einem Gürtelbeschlag, die Niete hier. Hier oben könnte sogar, gewollt dieses Wellenmuster drin sein. Es muss nicht unbedingt sein, dass es wegkorrigiert ist. Super, ich finde, das hat sich heute auch schon mal gelohnt, hierher zu gehen. So, aha, hier, okay. Hier geht's weiter. Oh, hier geht's weiter mit so Teilen. Ja, jetzt kommt noch mal sowas und wieder so ein Nibbel da dran. Wenn man das richtig professionell reinigt, da kommt da manchmal mehr raus, wie man jetzt vermutet im ersten Moment. Und deswegen lasse ich das einfach so.
Ich habe mal einen karolingischen Fund gemacht, hat ähnlich ausgesehen wie das. Nur war der, hat er halt ein bisschen eine Form gehabt, aber man hat nichts erkannt drauf. Aber hinten waren auch so kleine Knubbel gewesen und ja, es war ein karolingischer Gürtelbeschlag und Sensationsfund für meine Gegend eigentlich. Und von daher, sowas, das kannst du nicht einfach wegwerfen, das musst du echt erstmal einen Archäologen zeigen. Ja, gut, sagt erstmal nichts, aber wer weiß, vielleicht wird es ein interessanter Fund. So Leute, das war es jetzt aber gewesen für heute. Ich bin ziemlich am Ende, obwohl ich jetzt nur 2,5 Stunden draußen war. Aber es ist so warm. Ich bin super glücklich, dass ich meine Recherchen, meine Vermutungen, dass hier vielleicht doch noch was Altes kommen kann, durch dieses alte Hufeisen bestätigt haben. Und direkt da, wo diese Quelle einst aus dem Wald kam, habe ich dann eben diesen Bronzering gefunden und diesen Beschlag. Und bei dem Beschlag glaube ich sogar, dass der eher auf die Zeit Hinweise gibt wie der Ring. Ich weiß nicht genau, wie alt beide Sachen sein können. Kann ich nicht sagen. Der Knopf, den ich gefunden habe, okay, super Fund, aber der ist wohl eher neuzeitlich. Sieht man auch schon an der Öse, an der Machart. Aber ich bin mega zufrieden, dass wieder mal so ein Sondelgang einfach mal aufgeht. Ja? Das ist immer was Feines. Und ich bin hier in der Natur. Es ist hier still. Es ist hier, hier unten läuft ab und zu mal ein Wanderer lang. Aber ansonsten ist hier so ruhig. Hier unten hoppelt ein Hase. Luftlinie 100 Meter von mir. Der merkt, da oben ist noch einer. Der merkt, ich bin ruhig, ich verhalte mich ruhig. Und da kommen die sogar raus. Und da stört es die gar nicht. Und ich bin echt glücklich und war ein super Tag und super, dass ihr wieder dabei wart und auch mit durchgehalten habt. Und mega Funde gemacht heute. Und dann wünsche ich euch was und bis zum nächsten Mal.